Ei, 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 was ist das denn? Der Fitzmann spielt wieder Kuno Moria. Ja, genau so sieht es aus. Und ich bin mal gespannt, wer von den alten Hasen auf dem Kanal denn doch noch mit dabei ist. Wer denn auch neuer Zuschauer wird. Ich habe mir jetzt eine neue Map generiert. Schwierigkeitsgrad einfach, Gegner einfach. Was habe ich noch gemacht? Metalle, also reichlich, nicht so tief. Damit man möglichst schnell auch zu irgendetwas kommt. Und habe mich jetzt hier noch gar nicht umgeguckt, das mache ich jetzt gerade mal. Ich hatte vorher schon mal ein kleines Spielchen gemacht, also mal kurz angefangen. Und da bin ich dann zum Schluss gekommen, dass mich die Kälber, also die Yaks, muss ich auf jeden Fall töten, weil ansonsten dauert das zu lange, bis ich Knochen habe, um einen Tailorer zu machen. Ich muss mir auch die Uhr stellen. Ja. Wo gehen wir hin? Was haben wir denn hier überhaupt in der Gegend? Also ein paar Apfelbäume. Das sieht jetzt nicht so rosig aus, sage ich mal. Also ein bisschen Obst haben wir. Was haben wir noch? Ein bisschen Birke. Na gut, das können wir später machen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns hier irgendwo in die Nähe irgendwo reinbuddeln. Ich dachte mal auch gleich mal. Wir können ja schon mal ein paar Aufträge verteilen. Terrain, Mine, Wall. Jetzt muss ich erstmal runter. So. Ja, machen wir halt hier. Remove Ramp müssen wir da, glaube ich, noch machen, ne? Ja? Remove Ramp. Ja, weil ansonsten kommen die ja nicht da rein. Mine Wall. Also, großartige Raumaufteilung. Wie machen wir das? Hier vorne, also in Nähe des Eingangs, hätte ich, wenn, dann gerne ein Bereich, wo sich nachher die Militärleute aufhalten und trainieren, also den Training Ground. Es gibt halt dann nur einen Eingang. Und jetzt muss ich hier gerade mal die zwei dann noch... Na, Momentchen. Das lässt sich wieder so super auswählen hier. So. Es ist zumindest einigermaßen symmetrisch. Was machen wir noch? Dann würde ich direkt sagen, im Anschluss daran einen größeren Lagerbereich. Wollen wir den jetzt unbedingt so groß machen müssen? Ja, machen wir einfach mal. Und vielleicht habe ich ja auch Glück und finde mal gleich wieder ein bisschen Material. Dann machen wir hier eine Küche. So. Und hier dann einen Werkbereich. Die können ja jetzt auch erstmal ruhig ein bisschen buddeln. So. Schlafbereich. Können wir ja dann auch in die Richtung verlagern. Aber machen erstmal hier einen Gemeinschaftsschlafsaal. Der muss ja noch gar nicht so groß sein. Na, das ist bestimmt wieder falsch. Ja, so ist aber richtig. So, dann einmal auf Play. Dann speichert das Ding. Und dann nochmal auf Play. Und dann kann das Ganze losgehen. So, dann können wir uns hier auch schon mal mit Essenskram eindecken. Ach, Orangenbäume und Apfelbäume und Erdbeeren haben wir auch ein paar. So, das können die ruhig alle zusammen machen. Ein paar Gnome haben wir ja noch. Dann legen wir, wo legen wir denn die Rinder hin? Den machen wir da jetzt erstmal so ein kleines Gebiet dahin. So, und dann können wir den Dreck nämlich auch schon mal gleich sammeln hier. Stockpile. Hallo, Stockpile. So. Und zwar machen wir hier nur den Dreck. So. Wenn wir jetzt noch irgendwo Stein
fände ich das schon ganz genial. Ach, guck mal, da haben wir schon Kupfer, oder was? Auch nicht schlecht. Dann bin ich auf jeden Fall schon mal zufrieden. Und Kupfer ist ja auch im Stein drin, ne? Ups. Ja, Kupfer. Herrlich. Ein bisschen Stein. Dann machen wir hier dann noch ein zweites Stockpile hin. Für nur rohen Stein. So. Dann können die das da hinlegen. Da bin ich jetzt auf jeden Fall schon mal richtig zufrieden. Dann können wir nämlich schon gleich... wir müssen noch gerade ein bisschen Holz holen. Da haben wir da hier... Fell Trees. Hauen wir mal hier die Tannen weg. Ist vielleicht jetzt ein bisschen viel am Anfang, aber mein Gott. Gibt schlimmere Sachen. Und dann Crude Workbenches brauchen wir zuerst. Warum ist doch hier Workshops? War richtig. Und. Weiß gar nicht, hatte ich mir hier eine Taste draufgelegt auf mein anderes. Nee, das war zum Drehen der Karte. So. Die könnten wir ja auch erstmal hier hinsetzen, oder? Da ist sie doch. Ich habe mir noch eine andere Taste belegt. Dass das besser klappt. Und da haben wir schon echt Kupfer. Das ist echt gut. So, und wenn uns jetzt irgendwie noch ein Dachs oder irgendwie sowas über den Weg laufen würde, den wir plätten könnten, dann fände ich das auch geil. Dann bräuchten wir die Jacks nämlich nicht töten. So, die stehen schon. Dann. Eine Sägemühle. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das macht keinen Sinn. Wie stellen wir das jetzt? Dann stellen wir es halt so. Eine Sägemühle. Einen Carpenter. Und was brauchen wir noch? Woodcarver. Ja, der passt da jetzt nicht hin. Da muss ich da noch ein bisschen was wegkloppen. Halt nicht Bild. Mine Wall und dann gucken wir mal, das jetzt hier so wegkriegen. Da können wir uns das ganze Kupfer nämlich auch noch mitnehmen. Da könnten wir vielleicht auch mal gerade noch ein Stockpile anlegen, dass die das dann halt auch noch dahin schleppen. Designate Area Stockpile. Und da tun wir das ganze Ore hin, weil im Moment ist es ja eh nur das Kupfer, von daher egal. Hauptsache es ist nicht im Weg. Dann haben wir schon Lapis Lazuli oder was, ne? Ne, Saphir. Auch nicht schlecht. Dann können wir ja Ringe herstellen, die können wir verkaufen. Wunderbar. Dann kann es weitergehen. Der nächste Workshop. Stellen wir da noch den Woodcutter hin. Dann haben wir die Holzsachen alle in einer Reihe. Und dann machen wir die Steinsachen. Oh, warum habe ich denn jetzt zurückgeklickt? Egal. Stonecutter. Eigentlich können die ja sowieso immer da überall rumlaufen. Aber ich will da ein bisschen Platz lassen. Das möchte ich. So, zumindest eine Reihe. Dann kann man nämlich dann da noch entsprechend Kisten hinstellen. Stone Mason. Und jetzt fresse ich ein Besen, wenn das da tatsächlich sich ausgeht. Ja, Tatsache. Wunderbar. Gut geplant. Dann können wir nicht den Loom und den Tailor Shop nämlich dann auf die andere Seite setzen. So. So,
Und da in die Küche, da kommt natürlich eine Distillery. Ja, die ist jetzt natürlich ein bisschen beengt. Ist aber nicht schlimm. Das Kittchen an sich können wir da reinsetzen. Das passt. Ist ja krass. Wunderbar. Und dabei habe ich noch nicht mal abgezählt. So, den Butcher Shop machen wir auch. Weil ich habe die Befürchtung, wir müssen die Yaks töten, um den Taylor Shop fertig zu kriegen. Weil ich möchte schon schnellstmöglich erstmal Betten dann haben. So, dann können wir uns ja auch so langsam schon mal eine Farm anlegen. Wo haben wir das? Agri. Farm. Hier haben wir Platz, ne? Dann nutzen wir den. So. Und da nehmen wir das. Jawohl. So, das Ganze dauert jetzt natürlich ein bisschen. Die müssen ja jetzt erstmal an diesen einfachen Werkbänken die Sachen herstellen, um die Sachen zu bauen. Und wenn sie das gemacht haben, dann kann ich die wieder abreißen und die Ressourcen wieder weiterverwenden. Holz haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen genug. Ein bisschen genug, auch okay. Ja, und im Moment werden die natürlich von der Arbeitsleistung sehr zurückstehen, die Gnome. Weil wenn man nicht richtig schlafen kann, dann ist das natürlich alles doof. Genau. So. Und die schläft da mitten im Busch. Auch gut. So, und hier können wir eigentlich schon eine Designated Area draus machen. Das ist ein Training Ground. Eigentlich. Guard Area. Stockpile. Wo war denn das? Das war doch da, oder nicht? Ah, cool. Das ist super. Gut, im Moment noch keinen, aber wir haben sie zumindest schon mal ausgewiesen. Dann können wir hier auch schon mal Rooms, und das ist jetzt erstmal ein Gemeinschaftsschlafsaal. Er hat natürlich keinen Wert. Ich hoffe mal, dass das jetzt alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Halt, nein, nicht Bild, Terrain. Wo gehen wir denn lang? Ja, müssen wir ja quasi schon so machen, ne? So, und es sieht von Anfang an schon gleich recht aufgeräumt aus. Mag mir auch gefallen. Wir verbringen jetzt natürlich recht viel Zeit, mit den Sachen hin und her zu tragen. Aber ich denke, das lässt sich am Anfang nicht gerade verhindern. Was haben wir denn da schon? Stockpile, wie viel sind da schon drin? Contents 1. Na, dann müssen sie noch ein bisschen schleppen. Stone Carver. Könnten natürlich auch gerade ein paar Strohbetten machen. Wäre ja vielleicht auch eine Maßnahme, ne? Aber
braucht man zwei. Haben wir mal 8 Stück. Gucken wir mal. Das wäre eigentlich auch noch eine schöne Sache, ne? Wenn man das, wenn man jetzt hier was hat, so zum Beispiel ein Fass oder eine Kiste, wenn man da drauf klickt, ja, und dann, was weiß ich, auf Move to, dass die markiert wird, und dann kann man sich eine Stelle aussuchen, wo das hingetragen werden soll. Weil so muss ich die ja eigentlich immer abbauen, ne? Naja. Ja, also die ersten 15 Minuten sind um und wie lange das jetzt laufen wird, weiß ich noch nicht. Also mindestens 10 Folgen auf jeden Fall und ich gehe mal davon aus, dass es auch noch länger sein wird. Und ich werde jetzt mal ein paar im Voraus aufnehmen und die dann rendern und nach hochladen, weil ihr wisst ja, meine Internetleitung ist halt echt bescheiden und ja. Es ist so, ich kann es nicht ändern. Ihr könnt der lieben Telekom mal böse Briefe schreiben, dass die endlich mal im Lande auch mal ordentliches DSL anbietet. Da wäre mir sehr mit geholfen. Nun gut, ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao.